Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei timetodo.ch. Heute habe ich es mal wieder gut, muss nicht im Studio sitzen. Nein, ich konnte nach Deutschland fahren. Einige wissen schon bestimmt, wo ich bin, weil sie die Farbe der Wand wieder erkannt haben. Ja, ich bin heute nach Baden-Baden gefahren mit unserem Kamerateam, um in der Praxis von der Tatjana Lackmann noch einmal nachzufragen, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Vor 3 Jahren haben wir zum ersten Mal über das Thema paranormale Chirurgie, Dao-Yoga, berichtet. Heute wollen wir mal sehen, was hat sich denn verändert? Ist auch diese Methode immer noch wirksam? Und dazu habe ich gebeten, dass die Tatjana Lackmann noch einmal mit mir ins Interview geht. Hier sitzt sie. Hallo, herzlich willkommen, Tatjana. Und danke für die Einladung. Ja, danke, dass du bist gekommen. Ich freue mich sehr. Tatjana, wir haben ja jetzt schon einige Fälle berichtet über das Thema paranormale Chirurgie. Du bist jemand, der immer die Prozesse weiterentwickelt, ob das Dao-Yoga ist, ob das paranormale Chirurgie ist. Jetzt habe ich wieder Rückmeldungen bekommen von Leuten, die immer noch dieses wahnsinnige Erfolgserlebnis haben, dass sie nach dem Dao-Yoga manchmal gar keine Behandlung mehr brauchen. Wieso funktioniert das so stark, dass allein solche Übungen bei den Menschen die Symptome der Krankheiten wieder wegnehmen? Ja, ich sage immer, Dao-Yoga ist sehr wirksame Yoga. Das ist spirituelle Yoga. Das ist, kann man so sagen, Spitze von allen Yoga-Arten. Das ist keine Bewegungs-Yoga, das ist Yoga mit eigener Energie. Mensch lernt diese Energie spüren, führen diese Energie durch die bestimmten Energiekanäle, vergrößert Energie, führen große alchemische Prozess von der Energie, Lebensenergie vergrößert, Menge und dann umwandelt auf kreative Energie, auf göttliche Energie, und jede Art von der Energie hat sehr große Wirkung. Und das passiert, Dao-Yoga ist gut, besondere, warum? Weil egal, spürt Mensch Energie oder nein, sie wirkt sofort. Gedanken sind materiell. Das ist genau Prozess, der materialisiert unsere Gedanken, kann man so sagen. So, und deswegen ist es sehr wirksam. Leute kommen ohne Erfahrung, ohne Begabe, sagen so. Aber jeder Mensch hat Kern von Gott, Seele und uralte Wissen. Und Dao-Yoga aktiviert, öffnet diese Wissen und komplizierte alchemische Prozesse in unsere Seele und integriert diese Prozesse auf unsere Körper. Und ich sage, die Leute immer fragen, Frau Lackmann, können Sie mir Behandlung machen? Und erzählen über sehr schwere Krankheiten. Und ich empfehle immer, kommen zum Dao-Yoga zuerst. Und ich sage immer für Leute, 80% von Patienten, die kommen zum Dao-Yoga, brauchen nicht weiter paranormale Chirurgie, weil das ist so wirksam. 1, 2, 3 Monate und Krankheit geht weg. Ich kann nicht natürlich für alle versprechen, aber meine Erfahrung zeigt, dass Dao-Yoga sehr wirksam ist und sehr große Prozent von Patienten gesund geworden ohne paranormale Chirurgie. Das passt sehr gut für Transmedizin. Wir nennen Transmedizin, wir benutzen verschiedene Begriffe, für zivilisierte Menschen erklären diese Prozesse. Aber diese Prozesse vielleicht einfacher, aber nicht so einfach. Sie umfassen viele Dimensionen, welche Mensch hat, aber vergisst darüber oder blockiert Wissen durch die Intuition oder uralte Wissen über diese Prozesse. Aber trotzdem, wir haben das. Und durch die Dao-Yoga, wir sofort aktivieren diese Prozesse. Diese Aktivierung der Prozesse, die bestätigt ja eigentlich unser Wissen, was wir heute schon haben. Der Geist herrscht über die Materie. Wenn das immer stärker wird, wenn die Menschen sich immer bewusster werden, dass sie geistig-sittliche Wesen sind und nicht nur eine Gestalt aus Knochen, Fleisch und Blut, die durch die Gegend läuft, dann werden sie ja auch immer mehr merken, dass sie mit diesem Erkennen ihres Geistes, auch mit dem Geist in ihrem Körper, also wird ja Dao-Yoga in der Zukunft viel wichtiger werden, weil je mehr die Menschen bewusst werden, desto mehr werden sie mit solchen Techniken arbeiten können. Ja. Ich möchte einfach sagen, für was kommen wir auf diese Welt? Wir wissen alles.
in andere Welt. Wir wissen über unser Energiesystem, seelischer Zustand, was ist das Seele, was ist das Gott. Wir haben das alles. Wir müssen nicht in dieser Welt das lernen. Wir müssen unsere Wissen öffnen hier, um in dieser Welt weitere Entwicklungsprozess machen. Die Leute, viele Leute kommen zu verschiedenen Methoden, um entwickelt Fähigkeiten oder Wissen oder etwas noch, aber wir haben das alles. Problem ist, öffnen diese Wissen in dieser Welt. Und mit Dao-Yoga, das geht sehr schnell. Und dann geht weitere Wirkung von das, was wir haben. Wir benutzen das für weitere Entwicklungsprozess und auch für die Selbstbehandlung, weil durch die Behandlung, ich sage immer so für Leute, durch diese Behandlung, das ist meine Erfahrung, mit diesen Methoden, Mensch macht Entwicklungsprozess. Nicht nur Behandlung für Körper. Körper ist Informationsmaterie. Mensch ist mit nur mit Sinnesorgane versteht diese Information und spürt und wahrnimmt diese Information wie Materie. Aber trotzdem, wir sind Informationsquelle, Informationszustand. Durch die Dao-Yoga kann man diese Informationsmaterie, kann man sozusagen, weiterentwickeln. Beschäftigen, Krankheiten wegmachen und weiterentwickeln. Krankheiten, das ist einfach Blockaden. Also ist das Dao-Yoga quasi für viele Menschen ein Einstieg, die geistige Ebene zu betreten und festzustellen auch, was da für sensationelle Ergebnisse möglich sind? Ja, weil wir haben diese Ergebnisse innen. Und durch diesen Prozess, wir machen weiteren Entwicklungsprozess. Im Zuschauer, es heißt natürlich dann, dass nicht nur Dao-Yoga ein Thema ist, wenn Sie krank sind. Nein, im Gegenteil. Ich empfehle Ihnen das, und als ich zur Tatjana Lackmann kam, krank im eigentlichen Sinn war ich nicht, bis so ein paar kleine Wehwehchen, wo die Tatjana dann auch mich behandelt hat. Und ich muss sagen, Dao-Yoga mache ich heute noch seit 3 Jahren, und selbst so einfach die Methode, dass Sie sie sogar anwenden können, wenn Sie mal im Stau stehen. Weil sitzen tun Sie schon, brauchen Sie nur die Füße übereinander legen, Ihre Hände in den Schoß nach der Form, wie es gelehrt wird von der Tatjana. Und dann können Sie dies zu jeder Zeit machen. Und man weiß ja, wenn man mehrere Stunden mit dem Auto unterwegs ist, ist man abgespannt, man muss konzentriert sein. Und unglaublich, wie dieses Yoga dann mir die Energie und die Dynamik wieder zurückbringt. Das ist jetzt natürlich die Vorbereitung. Wir haben gehört, bis zu 80% der Menschen, die kommen und mit der Trance-Medizin oder paranormalen Chirurgie behandelt werden wollen, ist bereits nach dem Dao-Yoga-Lehrgang, der, glaube ich, 3 Tage geht, ja, ist bereits alle Symptomatik verschwunden. Jetzt gibt es natürlich Krankheitsbilder, die wir von den Namen her kennen, wo das nicht so einfach ist. Ich sage mal, ist zum Beispiel ein Parkinson im fortgeschrittenen Stadium oder Krankheiten, die mit dem Überbegriff Krebs zu bezeichnen sind. Sind solche Krankheiten möglich, dass die bei Dao-Yoga schon weggehen, oder bedarf es da noch der Parachirurgie in der Nachbehandlung? Meistens trotzdem Bedarf ist noch dazu paranormale Chirurgie, weil diese Krankheiten, das ist sehr starke, veränderte, kranke Information. Und das ist chronische Krankheiten, das ist normalerweise Todursache, das ist schon etwas bedeutet. Ja? Und für Behandlung gegen diese Krankheiten muss man viel mehr investieren, eigene Kraft, eigene Selbstbehandlung, Entwicklungsprozess. Aber trotzdem, das ist möglich, das ist wichtig. Im Schulmedizin, das ist nicht möglich. Wenn Sie sagen, für Arzt, meine Patienten sagen, mit Parkinson, ich gehe jetzt zu Frau Lackmann, sie macht Behandlung gegen Parkinson. Sie einfach böse, sie sagen, das ist nicht möglich. Ja, warum Sie sagen das? Weil im Schulmedizin das ist nicht möglich. Sie haben recht. Sie kennen nicht meine Methode. Und dann Leute machen Behandlung, und dann Ärzte, die haben das gesagt, sehen Ergebnis, faszinieren sich, freuen sich sehr, sehr, und weil sie sehen,
Erfüllung für, ja, und dann empfehlen für Patienten, machen alles, was ich sage, weil sie vertrauen, so, weil sie sehen Ergebnis. Ich möchte einfach sagen, das ist möglich, aber muss man viel arbeiten, weil das ist sehr starke veränderte Information. Das heißt, auch die Parachirurgie kann nicht Wunder vollbringen, sondern wenn der Körper über Jahre hinweg sich in diesen schweren Krankheitsbild hineinbegeben hat, dann braucht es auch eine gewisse Zeit und eine gewisse Anzahl an Behandlungen, um den Menschen aus dieser Geschichte wieder rauszuholen. Genau, genauso, genauso. Weil ich mache Behandlung, kommt immer sehr gutes Ergebnis während der 10 Tage. Aber dann viele kommen zurück. Warum kommen zurück? Weil das nicht ich mache Behandlung, das Körper macht Behandlung, der Organismus von Patient macht diese Behandlung mit meiner Führung. Er vertraut mich. Aber Mensch vertraut nicht für sich selbst. Und dann er muss entwickelt mit Dao-Yoga, mit Selbstbehandlungsübungen weiter und braucht Unterstützung. Wegen diesem Nichtvertrauen kommt viel zurück. Und dann entwickelt und dann ich mache nochmal 10-mal Behandlung, noch besser, noch bessere, noch Verbesserung. Und in 6 Monaten nochmal, zum Beispiel gegen Parkinson, ich mache Behandlung alle 6 Monate, 10-mal während der 2 Jahre. Meistens, das ist genug. Das ist schon, Mensch ist praktisch gesund geworden. Jetzt gibt es ja in der Schulmedizin eine ganze Reihe von Krankheitsbildern, wo wir hatten eben kurz beim Parkinson-Thema gehabt, wo die Schulmedizin einfach sagt, ist nicht lösbar von uns. Und Beispiel Tinnitus. Tinnitus ist ja eine ganz unangenehme Geschichte. Wer das nicht kennt, das ist ein ständiges Geräusch in den Ohren, vom Summen bis Brummton bis Pfeifton, je nachdem. Kommt aus einer Überlastung des Menschen und äußert sich so. Ältere Menschen, für die ist das meistens nicht so schlimm, die gewöhnen sich dran, aber es betrifft auch mittlerweile junge Menschen, die noch in Schule sind oder in Ausbildung stehen. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn man nicht mehr richtig hört und ist in einem Lehrsaal und Ausbildung und junge Menschen gehen oft auch dorthin, wo es laut ist und so, ist das natürlich wahnsinnig belastend. Tatjana, hattest du schon mehrere Fälle mit dem Thema Tinnitus und wie waren denn die Ergebnisse? War viele Fehler und meistens immer super Ergebnisse. Aber ich möchte sagen, Tinnitus, das ist nicht nur Geräusche. Geräusche, das ist Spiegelung von sehr tieferen Veränderungen im Nervensystem, organische Veränderung. Nur unser Gehirn hat keine Schmerzen, zeigt nicht diese Veränderung, aber diese Tinnitus, diese Geräusche, das sind Beschwerden von Veränderungen im Nervensystem. Deswegen, das ist viel tiefere Probleme. Die Leute denken, das ist nicht so große Probleme, weil keine Schmerzen. Aber das ist schon große Probleme. Zuerst Tinnitus und dann Geräusche entstehen und dann Mensch hört weniger und weniger diese Geräusche und gleichzeitig hört weniger und weniger überhaupt. Und dann Schwindel kommt, das ist alles Veränderung im zentralen Nervensystem. Entsteht meistens wegen tiefere Veränderung in der Halswirbelsäule, geschlossene Arterie vertebralis, die geht durch die Wirbelsäule in das Gehirn und versorgt Gehirn mit Blut und sie ist geschlossen und dann Veränderung im Gehirn und dann diese Tinnitusgeräusche. Also ist viel tiefere Probleme. Aber Leute meistens psychisch im Stress wegen das, nicht nur wegen Tinnitus, das ist sowieso, aber wegen Veränderung im Nervensystem auch. Das ist alles Spiegelung von Krankheit. Sie hören es und die Anzahl der Befunde, der Symptome und der Krankheiten werden ja nicht weniger, was wir eigentlich annehmen sollten in einer Welt, in der die Kosten zur Bekämpfung und Erforschung von Krankheiten in die Milliarden gehen mittlerweile, dass wir Lösungen haben. Oftmals sehen wir, ist das nicht so, weil wir nicht unsere Ursprünge erkennen und weil wir nicht wissen, dass unser Körper das ist, der uns alles sagt. Und Menschen wie Tatjana Lackmann, die in dieser Ebene arbeiten, auch den Körper verstehen und entsprechend mit dem Körper und ihren Fähigkeiten und natürlich einer Kraft, die dort verwendet wird, paranormale Chirurgie, basiert auf auch einer inneren Anbindung, muss man sagen.
Und von da kommen die Informationen, die Ihnen dann zur Behandlung und letztendlich, wenn alles gut läuft, zur Genesung gereichen. Nun ist in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen die Tatjana auf ein weiteres Thema gekommen. Sie sucht immer und forscht immer, wie sie die Ergebnisse verbessern kann. Wir werden im Anschluss an unser Gespräch mit zwei Patienten sprechen und dann noch mit einem neuen Kollegen, mit dem Tatjana arbeitet. Ganz kurz für Sie die Information. Tatjana, was kommt zu Dau-Yoga und paranormaler Chirurgie dazu? Womit hast du jetzt deinen Bereich, sage ich mal, erweitert, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen? Ja, ich wollte immer diese Methode weiterentwickeln. Das ist für mich interessant, ich bin Forscher. Ich möchte verbessert immer diese Methode, noch mehr Prozent von Ergebnissen kriegen, schneller diese Ergebnisse kriegen. Und ich mache auch Ausbildung für die Leute. Und zum Ausbildung sehr oft kommen sehr interessante Leute. Ich habe schon geträumt, nur jemanden kommt mit Methode, mit welcher kann man meine Methode verbindet und weiter das entwickelt. Und solche Menschen sind gekommen jetzt, dass es Harald Schneider, er ist Student, er macht Ausbildung bei mir und sehr schnell hat mir erzählt über seine Methode Laufen. Er nicht nur läuft, Leute haben gehört über Marathon, er läuft viel mehr. Ja, viel mehr Kilometer. Marathon für ihn ist ganz einfach. Marathon sind über 40 Kilometer. Ja, er läuft 400 Kilometer, er läuft 600 Kilometer, jetzt vorbereitet sich. Und ich bin nicht Läufer, normalerweise. Ich laufe nicht gerne. Ich habe nie gerne gelaufen. Fahrrad, ja, aber nicht laufen. Und ich wollte das nicht, das hat mich nicht interessiert. Aber wenn er hat erzählt über das, was er sagt, und er hat mir schon Vorschläge gemacht zusammen mit Dau-Yoga, mit Transmedizin. Für was? Er hat gesagt, gibt es Grenze? Für mich diese Grenze 400 Kilometer, das ist schon was unglaublich. Aber er spürt, kann man mehr. Mhm. Wenn ein Mensch macht etwas, er spürt, gibt es Grenze, aber kann man durch diese Grenze? Und das hat mich deswegen fasziniert. Langsam. Und dann, ich habe ihm ein paar Rate gegeben, empfohlen, was machen, um leichter zu laufen. Und, aber trotzdem, er hat mich immer motiviert zusammen, weil er hat recht, nur durch eigene Erfahrung kann man etwas weiterentwickeln. So, und dann ich bin eingetreten in diese Methode. Das hat mich absolut fasziniert, echt. Ich habe probiert, mit meiner Methode und Wissen laufen, Gefühl leicht und leer machen, weil ich habe verstanden, welche Probleme entstehen bei Laufen. Und Entwicklung von Laufen war so schnell. Und wenn mit Gefühl leicht und leer, bestimmte Methode, wir haben das jetzt gemacht, Mensch beginnt laufen und haltet dieses Gefühl. Er merkt nicht von erstem Mal, meine Patienten, Studenten, ich habe schon probiert, sie merken nicht, wie 8 Kilometer auf dem Berg sie laufen während der eine Stunde ohne Müdigkeit, ohne strenge Gefühl, ohne Schmerzen, ohne steife Gefühle. Sie laufen und kriegen super Laune, super Zustand im Körper und sagen, das mache ich weiter. Ich habe das auch gemacht und ich laufe jeden Tag 12 Kilometer auf dem Berg. Das ist für mich absolut kein Problem. Was habe ich verstanden? Durch diese Methode, Harald schon wollte empfehlen diese Methode für die Leute nach 50 Jahre alt. Im Jugendheit, wir haben alle gut gelaufen. Aber das auch hat mich gehackt, kann man so sagen, diese Idee. Und wenn ich habe probiert, ich bin 56-Jährige, jetzt ich habe probiert, ich habe verstanden, unser Körper hat keine Grenze. Nach 50 Jahre alt, Mensch liegt im Bett oder auf die Sofa, schaut Fernseher, erholt sich so nach der Arbeit, kriegt
schlichte Information von Fernseher, programmiert sich und dann krank vielleicht geworden wegen das. Und nach fünf Jahren, und ich bin ganz andere geworden jetzt. Ich bin süchtig von diesem Laufen. Ich laufe gerne. Ich kriege super Zustand, super Erholung und große Freude von diesem Laufen. Meine Grenze, ich habe geöffnet. Körper hat mir Grenze geöffnet. Gibt es keine Grenze. Wenn ich es richtig verstanden habe, Tatjana, hast du dieses reine Laufen, also der Zuschauer weiß ja, Laufen, das heißt, ich gehe zur Tür raus und lauf los. Natürlich sollte man immer darauf achten, Laufschuhe, ganz wichtig. Nicht einfach die Straßenschuhe nehmen, auch zu einem Geschäft gehen, zu einem Sportgeschäft, das sie richtig berät und ihnen das Teuerste verkaufen will, denn ganz wichtig ist das richtige Schuhwerk. Und jetzt hat die Tatjana Lackmann natürlich durch ihr jahrzehntelanges Wissen einfach die Erfahrungen oder die Möglichkeiten, die sie vom Dau-Yoga kennt, den Menschen in dieses Thema Laufen mit hineingegeben. Und das werden wir nachher nochmal genau sehen, wie die Vorbereitung zum Laufen ist, dass die Menschen, also wenn ich jetzt höre, 8 Kilometer laufen, dann gruselt es mich gerade. Das letzte Mal war vor 40 Jahren bei der Armee. Aber heute könnte ich mir nicht vorstellen, dass es einen Grund gibt, wo ich 8 oder 10 oder 40 Kilometer laufen würde. Aber ich bin immer offen für alle Dinge. Und ich weiß, wenn man älter wird und sich aufhört zu bewegen, dann rostet man schneller ein. Das ist so. Also bin ich immer glücklich, dass ich durch meine Arbeit auch an solche Dinge herangeführt werde. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, was haben die Patienten zu sagen, die schwer erkrankt sind zum Thema paranormale Chirurgie, Dau-Yoga. Und dann werden wir mit dem Therapeuten sprechen, der mit der Tatjana dieses Lauftraining macht. Und dann schauen wir uns mal an, wie sowas vonstatten geht. So, liebe Zuschauer, wir hatten mit der Tatjana über das Thema schwere Symptome, schwere Problematiken im Gesundheitszustand gesprochen. Bei mir sitzt jetzt die Marie. Jetzt wollen wir einfach mal die Marie fragen, was war denn bei ihr das Problem und wo steht sie heute? Hallo Marie, erstmal schön, dass ich dich interviewen darf. Marie, was war deine Problematik, welche Symptome, wo lief es denn nicht so, wie es eigentlich soll? Das Problem war, ich war schwanger und hatte... war sehr kurzatmig in der Schwangerschaft, wo es halt am Anfang immer heißt, ja, schwanger, ne, ist halt normal. Und man denkt ja auch immer, ja, ich bin schwanger, nicht krank. Und so hat sich das im Laufe der Schwangerschaft immer weiter verschlimmert, ist aber erst am Ende dann als eine Vernarbung des Lungengewebes diagnostiziert worden, mit einer massiven Einschränkung der Lungenkapazität. Also ich brauchte wirklich Sauerstoff. Und es hieß auch immer, das, was vernarbt ist, kann sich nicht mehr zurückentwickeln. Also das ist halt totes Gewebe, was halt Platz wegnimmt in der Lunge und verhindert, dass ein Sauerstoffaustausch stattfindet. Das heißt, dein Lungenvolumen wurde reduziert durch diese Vernarbung und kurzatmig heißt, du hast dann nicht mehr, was weiß ich, 5 Liter Lungenvolumen, sondern nur noch 2,5 und musst dann natürlich entsprechend schneller atmen. Atmet entsprechend schneller und kriegt halt auch immer so einen Husten bei Belastung, kommt die Treppen eigentlich nicht mehr hoch oder nur noch ganz langsam, konnte auch auf der Straße nur noch langsam laufen. Auch so Sachen wie Duschen oder so körperliche Aktivitäten, halt wahnsinnig anstrengend. Und natürlich ist dann alles, was sportliche Aktivitäten sind, auch vom Tisch. Das ist eh gestrichen. So. Alltag ist halt schon ein massives Problem gewesen. Und was waren die Möglichkeiten, die die klassische Medizin zur Verfügung gestellt hat? Was war möglich? Was konnten die als Heilung oder Zielsetzung andienen? Also das klassische Cortison, Immunsuppressivum, hat beides jetzt nicht viel oder eigentlich gar nichts gebracht. Also ich habe jetzt ein halbes Jahr Therapie hinter mir und bin letztlich auf dem gleichen Niveau wie vorher. Und wie bist du überhaupt in Kontakt gekommen mit diesem Thema paranormale Chirurgie? Über eine Heilpraktikerin in unserem Nachbardorf, die bei der Tatjana gelernt hatte. So bin ich auf das Thema gekommen, habe mir das dann im Internet zusammengegoogelt und war erstmal sehr, sehr skeptisch. Das ist auch gut so, wenn man allem erstmal skeptisch gegenübersteht. Okay. Wie war dann dein erster Kontakt und der erste Besuch und ging auch bei dir das Dau-Yoga voraus?
Also bei mir ging auch das Dao-Yoga voraus. Ich habe die Tatjana angemeldet und dann halt als Antwort bekommen, ja, so wie es halt auch auf der Homepage schon stand, man muss erst das Seminar machen und kann dann die Behandlung im Anschluss machen. Hattest du schon eine Veränderung nach dem Dao-Yoga gespürt? Also ich habe gemerkt, als ich dort angekommen bin im Schloss Wartensee, dass ich massiv mit der Luft zu tun hatte, also wirklich auch im Zimmer Sauerstoff brauchte. Und das war nach dem ersten Tag schon deutlich besser, wirklich die Atmung ruhiger geworden. Also meine Sitznachbarin meinte dann auch so nach anderthalb Tagen, ja, sie hört mich gar nicht mehr schnaufen. Oh. Beim Meditieren, sie hätte sich gewundert, beim Meditieren irgendwas fehlt. Die Nachbarin konnte plötzlich normal atmen. Und dann war es natürlich nicht ganz weg, klar. Ich meine, das ist ja jetzt nicht eine Erkältung, worüber wir da reden. Dann bist du, danach hast du dich entschlossen, hier in der Praxis auch diese paranormale Chirurgie zu machen. Die wievielte Behandlung hast du bis jetzt gemacht? Ich habe jetzt 10 gemacht, also eine Session. Und habe schon nach der ersten Behandlung konnte ich wieder lang ausatmen. Da war ich schon also echt begeistert. Ich dachte, es geht gar nicht mehr. Und dann hat sich das wirklich so Schritt für Schritt jeden Tag verbessert. Also ich bin dann nach der Behandlung hier in Baden-Baden den Marktplatz, der ist ja etwas bergig, ja. ohne Sauerstoff hochgekommen. Also langsam natürlich, aber ohne Sauerstoff. Das war für mich massive Verbesserung. Also du kannst sagen, zwischen dem, was du vorher in der Therapie der klassischen medizinischen Anwendungen erlebt hast, im Verhältnis zu dem, was du bisher kennst, ganz großer Unterschied und für dich spürbar eklatante Verbesserung. Ja, auf jeden Fall. Zumal die Schulmedizin, also eine Heilung konnte sie mir eh nicht versprechen, sondern eigentlich mir immer gesagt hat, ja, das ist eine langsam oder schnell, je nachdem, voranschreitende Krankheit, die also letztlich hätte ich nur eine Lungentransplantation machen können, als Heilung in Anführungsstrichen. Ist natürlich nicht so sexy, ne, wenn man sich das vorstellt, dass da mal aufgeschnitten wird oder die halben Innereien ausgetauscht. Ist ja auch, also ist ja auch nicht unbedingt, es läuft ja nicht immer gut, ne? Genau. So, wie geht's jetzt weiter? Nach der 10. Behandlung abgeschlossen. Jetzt hat die Tatjana uns erzählt, dass auch noch ein gewisses Lauftraining mit dabei ist. Jetzt waren wir ja bei dir vorhin, mit Sport ist gar nichts mehr. Geht das jetzt? Nimmst du da auch schon daran teil? Ja, also Tatjana hat mir erklärt, dass es wichtig ist, die Lunge jetzt regelmäßig zu belasten, aber halt mit einem sehr niedrigen Puls, dass man nicht übersäuert und sich nicht überanstrengt, aber halt immer im Training bleibt sozusagen. Und so sind wir dann auf dieses Dao-Laufen gekommen, wobei das bei mir wirklich langsam geht. Aber Fortschritte siehst du? Ja. Okay. Ich kann nur sagen, toll, danke, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast da dazu, denn es ist natürlich eine außergewöhnliche Krankheit, also ich habe das noch gar nie gehört vorher. Und ja, wenn es natürlich dann so eine Lösung gibt, die dem Menschen wirklich wieder Hoffnung gibt in eure Zukunft, und jetzt bist du junge Mutter, das wäre ja gerade schade, ne? Jetzt das Kind da immer nicht begleiten zu können, Spielplatz und so, wenn die Mutter nicht mehr atmen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung, dass es perfekt wieder wird und vielen Dank, dass wir dich interviewen durften. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, auch Krankheiten, wo wir sagen müssen, ob das jemals zu heilen ist, gibt es immer wieder Möglichkeit, unsere geistige Welt hat keine Grenzen und je mehr wir uns mit dem Thema Schwingung und Frequenz beschäftigen, desto mehr werden wir auch Lösungen finden. So, liebe Zuschauer, nach dem ersten Interview gehen wir jetzt ganz kurz in unsere Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder da mit einem zweiten, hochspannenden Interview, ebenfalls zur paranormalen Chirurgie und schauen uns dann noch an, was es mit dem Laufen und dieser speziellen Technik auf sich hat. Bis gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. Wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Werbeeinblendung. Ich bin hier in Baden-Baden in der Praxis von Tatjana Lackmann. Bei mir sitzt der Emil und seine Ehefrau Petra. Wir wollen mal nachfragen, wo war da das Problem?
Gab es Lösungen, gab es Verbesserungen, wie traten die ein und was war überhaupt die Symptomik? Emil, erstmal danke, dass du mit mir sprichst, finde ich ganz toll, herzlichen Dank. Wo ist dein Problem, was war denn überhaupt das Thema, woran leidest du? Ich leide seit 8 Jahren an Parkinson und habe schon einiges probiert und ausprobiert Schulmedizinischen Bereich. Im schulmedizinischen Bereich weniger. Ja. Da habe ich mich immer zurückgehalten, okay. Weil bei der ersten Diagnose gleich gesagt wurde, Parkinson, das ist unheilbar. Und unheilbar gibt es für uns eigentlich nicht. Richtig. Und dann hast du auch alternative Methoden noch ausprobiert? Ja, da haben wir einige Sachen ausprobiert. Mit dem Heilpraktiker, mit Akupunktur. Hat auch zum Teil geholfen, eine Zeit lang. Aber als es dann nicht mehr ging, haben wir doch müssen anfangen, die Schulmedizin zu bemühen. Und der Zustand, man sieht es ja, du bewegst dich noch, du zitterst noch. Ist der heute anders, wie er vor 2 Jahren war? Ist besser geworden, wie vor 2 Jahren. Okay, ich gehe mal gerade zur Petra. Petra, ich meine, Parkinson ist natürlich eine Diagnose, wenn man das hört und der Mann das kriegt, dann fällt einem natürlich gleich mal die ganzen Zukunftspläne in den Keller. War für dich natürlich auch nicht einfach. Wie hast du diesen Weg denn gesehen, diese Odyssee durch alle möglichen medizinischen Informationen? Was war für dich denn so der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, da muss es doch eine Möglichkeit geben? Und wie habt ihr denn erfahren von der Tatjana? Also es war so, wie Sie gerade sagen, also zuerst mal bricht eine Welt zusammen, weil man geht ja dann zum Arzt und dann hört man unheilbar, es gibt einfach nichts außer Symptome behandeln. Und natürlich kommen dann auch die Nebenwirkungen mit den Jahren dazu. Und mein Mann hat eine sehr aggressive Form, also er ist wirklich ganz schlecht dran. Und darum, also der Arzt sagte uns, 10 Jahre haben wir noch und dann aber, ja, wir sollen uns noch 10 schöne Jahre machen mit Medikamenten und dann, ja, was dann? Fragezeichen. Und mein Mann ist noch sehr jung, wenn er jetzt schon 70 Jahre alt wäre oder Mitte 70, wäre das anders. Mhm. Aber also bei uns, das ging einfach nicht. Also es war für mich nicht stimmig. Wir haben beide gesagt, das kann es nicht sein. Da muss es noch was geben. Und unheilbar, nein, das lassen wir jetzt einfach nicht gelten. Das finde ich schon mal ganz klasse, dass man sich da nicht in eine Ecke drücken lässt. Ja. Natürlich ist es dann schwierig, weil Schulmedizin ist, wie gesagt, unheilbar. Und dann hatte man uns auf der Weg gemacht mit Akupunktur, mit, ja, eben wie mein Mann schon gesagt hat, mit Nahrungsergänzungen in Hülle und Fülle. Das hat alles nur so ganz bedingt am Rande etwas gelindert, aber die Schübe vom Parkinson nicht aufgehalten. Okay. Und zum Schluss war er wirklich Vollpflegefall, Tag und Nacht. Und dann kam das Medikament. Beim Medikament, da war dann so, dass nach 4 Monaten war absehbar, irgendwann ist es auch nicht mehr, dass es greift. Mhm. Und dann geht da das Rad los. Dann kommen diese ganze Tablette, dann, ja. Und das wollte mir nicht. Und Bewusstseinszustand eingeschränkt. Genau so. Und ich habe dann einen Heiler eingeschalten aus Bonn, der hat eine Fernheilung gemacht. Bei dieser Fernheilung habe ich bemerkt, dass mein Mann ruhiger wird. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, doch, es muss was geben. Man kann es über dieses Feld beeinflussen. Und der hat mir dann den Tipp gegeben von Frau Lackmann, ich soll doch mal schauen im YouTube, da gibt es jemanden, der sowas macht. Und dann habe ich mir übers YouTube, über Ihren Kanal übrigens, vielen Dank, das Video angeschaut. Das war für uns beide einfach schlüssig. Mhm. Und also wir machen das jetzt nicht gerade so locker. Aber wir sehen, es geht ihm immer besser. Zuerst war es ihm mental viel besser. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, nach der ersten 10 Behandlungen, da geschieht was. Jetzt will ich ihn nochmal direkt fragen, weil mich interessiert immer, weil sie schickt ja das Dao-Yoga voraus. Immer bevor man mit der Behandlung anfängt, muss ja der Klient das Dao-Yoga machen. Wie hast du das wahrgenommen und hat sich da schon was an deinem Zustand fühlmäßig für dich verändert?
Ja, und zwar, das war am Anfang, war das sehr schwierig für mich, das ruhige Sitzen durch das Zittern, wo ich habe. Ja. Das war also ein richtiger Kampf am Anfang. Komme aber jetzt wirklich sehr gut rein. Mache das jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen. Das ist meine erste Übung, Star-Yoga. Und es bringt mir sehr viel. Also es scheint ja auch, wir haben uns ja vorher schon im Stehen unterhalten, deine Bewegungsfähigkeit hat sich wieder verbessert, auch das Zittern scheint weniger geworden zu sein. Wie nimmst du es selbst wahr? Ich im Moment gerade, das ist aber jetzt auch, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Aber ansonsten habe ich wirklich sehr ruhige Phasen und die Phasen wären immer mehr. Und durch das bin ich wirklich sehr froh, dass ich die Frau Dr. Lackmann kennengelernt habe. Also durch die Behandlungen und das Dao-Yoga konntest du an dir eine sehr gute Verbesserung feststellen. Gut, man sieht, erledigt ist es noch nicht. Klar, ist auch eine schwere Krankheit. Aber du machst das weiter, die Parachirurgie? Die mache ich weiter. Und ich habe jetzt den zweiten Zehnerblock hinter mir und konnte die Medikamente, die ich nehme, um ein Drittel reduzieren. Und bin aber genauso gut drauf wie vorher, eher sogar besser. Ja, dieses Thema des Laufens, weil jetzt hat ja die Tatjana eine neue Therapieform zur Ergänzung und zur Komplementierung ihrer Anwendung hinzugenommen. Wie ist denn das für dich? Ich meine, wenn man zittert und dann noch laufen und dann höre ich ja da 8, 10, 15, was weiß ich, wie viele Kilometer. Machst du das auch mit und spürst du da eine Veränderung? Ich möchte das auf jeden Fall mitmachen. Und wir haben ja gestern das erste Mal trainiert in diese Richtung. Und das war wirklich super toll für mich, weil ich konnte die ganze Strecke, die ausgemacht war, mitlaufen. Das hätte ich im Leben nicht gedacht vorher. Schön, ne? Und ich werde auf jeden Fall da dranbleiben. Emil, ganz vielen Dank. Für mich sensationell, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man von diesem Symptombild Parkinson wieder rauskommen kann. Und ich muss sagen, du hast auch einen eisernen Willen und ich glaube, der gehört dazu. Ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute dir. Dankeschön. Petra, zurück nochmal zu dir. Kannst du das so unterschreiben, was der Emil eben gesagt hat, dass es nach dem Dao-Yoga schon besser war, dass es jetzt nach den Behandlungen wieder besser wurde? Und siehst du den Weg zum Ziel? Ja, unbedingt. Ich weiß, der Weg ist noch unter anderem ein langer Weg. Man kann aber auch nicht erwarten, dass es Schnipp macht und dann ist alles wieder gut. So, das wünscht man sich, aber es ist leider nicht so. Aber ich sehe die Fortschritte, die mein Mann macht und es tut also so gut und es macht immer wieder Hoffnung. Und wir wissen, dass die Frau Lackmann ihm helfen kann und Lebensqualität vor allem zurückbringen kann. Das finde ich klasse. Ganz herzlichen Dank. Und wie gesagt, bist eine tolle und starke Frau. Ich weiß, was du für eine Belastung ertragen musst, wenn man auf einen Mann aufpassen muss, der es natürlich auch nicht freiwillig macht. Ne? Aber ihr haltet weiter zusammen und ihr werdet den Weg auch schaffen. Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, für mich zwei tolle Ergebnisse in diesem Interview. Zum einen eine wirklich schlimme Krankheit, die mit Partner natürlich leichter zu bewältigen ist, wenn man zusammensteht. Und wir haben jetzt gesehen, dass immer wieder sich informieren, welche Alternativen gibt es, wo kann ich immer noch eine Form von Heilung erfahren, die ich vielleicht nicht kannte. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis oder sonst wo jemanden kennen, der auch mit einer ganz schwierigen Situation zu leben hat. Vielleicht wäre der Tipp für Dao-Yoga und die Parachirurgie für ihn ein, der seinen Zustand ebenfalls eklatant verbessern kann. So, liebe Zuschauer, jetzt habe ich noch einmal bei mir sitzen die Tatjana. Haben wir eben schon gesprochen und nun ist auch der Kollege dabei, der Harald, der dieses ganze Thema Laufen mit in die gesamte Behandlung im Institut Lackmann integriert hat. Jetzt nochmal, Tatjana, dieses Laufen, also mein Laufen können wir alle, ne? Also ich gehe zumindest mal davon aus, das scheint eine Verstärkung deiner Behandlung zu bewirken. Wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, wenn die Leute plötzlich laufen, das kriegst du ja normalerweise gar nicht mit. Wie hat sich das denn entwickelt, dass du sehen konntest, dass dieses Laufen, das Spezielle, was der Harald trainiert, so eine weitere Wirkung verstärkt in deinen Behandlungen? Information über gesunde Organe, das ist Gefühl leicht und leer. Und dieses Gefühl leicht und leer
aktiviert Gewebeersetzung. Kranke Zellen sterben, neue gesunde aufgebaut und ersetzen die kranke Zellen. Das ist mein Ziel von Behandlungsprozess. Und im Ruhezustand kriegen leicht und leer ist möglich durch die paranormale Chirurgie, durch die Dao-Yoga. Und das aktiviert diesen Prozess, Behandlungsprozess, Gewebeersetzung. Aber wenn Mensch kriegt dieses Gefühl leicht und leer durch die bestimmte Methode, bei Laufen im ganzen Körper, das ist noch mehr stärkere und tiefere Methode, tiefere Information über gesunde Körper. Und das aktiviert sehr schnell Erneuerung, Verjüngerung und Behandlungsprozess. Das sehe ich schon durch meine Patienten mit schweren Krankheiten, mit Lungenfibrose zum Beispiel. Wenn Frau konnte nicht, diese Patientin konnte nicht ein paar Schritte machen ohne Atemnot. Und jetzt sie läuft gestern erste Mal 400 Meter diese Kreis. Sie ist gelaufen ohne Atemnot, ohne Beschwerden. Durch diese Methode mit Laufen. Laufen einfach aktiviert noch tiefer diese Information und Prozess. Es ist wie ein Turbo, wie ein Verstärker. Ich möchte mal den Harald fragen. Erstmal toll, dass ich dich auch interviewen darf, Harald. Hallo. Sag mal, habe ich gerade zu Tatjana schon gesagt, laufen kann doch jeder. Meint, ich nicht als Kind irgendwann laufen. Was ist denn das Spezielle? Wie bist du überhaupt auf diese Methodik gekommen, dass dieses fast meditative Laufen, kann man dann sagen, dass das eine Förderung unserer Gesundheit, natürlich sollen wir uns bewegen, aber die meisten gehen halt ins Fitnessstudio und reißen an irgendwelchen Metallgeräten rum. Was ist an deiner Methode das Besondere? Und du siehst ja eigentlich auch richtig fit aus. Ja, es ist einfach so, dass Laufen Meditation ist. Also ich habe ein Hobby und das sind extreme Läufe. Und ich bin selber schwer verletzt gewesen und bin kurz gewesen, konnte mich nicht mehr gut bewegen und habe dann mit der Tatjana eben gemerkt, dass man während des Laufens, wenn man richtig läuft, eigentlich die Innenorgane und den Organismus massiert. Und wenn man in kurzen Schritten läuft, dann reguliert sich eben die ganze Energie und die ganzen Muskeln von selbst. Und im Großen und Ganzen ist es so, in kleinen Schritten laufen und nicht lange Strecken laufen am Anfang, wenn man zum Beispiel 5 Kilometer läuft, dann hast du 2500 Schritte. In diesen 2500 Schritten passieren natürlich Stöße auf Gelenke, auf Muskeln, Irritationen. Und wir haben ein System entwickelt, wo wir sagen, wir stärken die Gelenke, die Muskeln und bauen dann alles von unten nach oben auf, dass sich eben der Körper regenerieren kann. Es ist eine Laufmeditation. Laufmeditation, wir werden das gleich im Anschluss einmal beobachten und werden schauen, wie die Menschen, und Sie haben ja jetzt 3 hier im Interview gesehen, mit den anderen sprechen wir gleich, wenn wir rausgehen und laufen. Wie lange wird heute gelaufen? Nun, eine halbe Stunde, stimmt. Ja. Eine halbe Stunde, 2 Kilometer. So schwere Krankheiten. Tatjana sagte gerade was von Lungenfibrose. Ich meine, da ist ja eigentlich laufender Horror, weil gerade wenn du läufst, musst du ja noch mehr atmen und so. Wie ist das? Gibt es auch Kriterien? Überwachst du Puls? Überwachst du? Manche Leute, wenn ich sehe, wenn die das erste Mal laufen, kriegen die so einen roten Gickel, da manche, der fällt gleich um. Da müssen ja gewisse Kontrollen und so gemacht werden. Ist das alles mit dabei? Ja, wir laufen grundsätzlich im Puls 220 minus Lebensalter mal 50-65%. Und wir versuchen mit dem Patienten hier übers Gehen ins Laufen zu kommen, dass man eben in der richtigen Körperhaltung losgeht mit kleinen kurzen Schritten in einer Atemtechnik. Hört sich spannend an, die ganze Geschichte. Für mich, er sagte vorher, der Harald, wir kennen die Definition, der Mensch läuft, der Vogel fliegt und der Fisch schwimmt. Ich sagte, ja, wir haben das vor ein paar Jahren ein bisschen abgeändert. Da fliegt der Vogel immer noch und der Fisch schwimmt immer noch, aber der Mensch fährt. Jetzt habe ich festgestellt, das ist gar nicht so clever gewesen, weil dann roste ich irgendwann ein. Jetzt schaue ich mir das an und dann sprechen wir nochmal mit ein paar Läufern und dem Harald, um mal zu sehen, wie die das sehen, ob das wirklich so ist und die das toll finden, weil ich weiß nicht, ob ich das toll finden würde.
So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir nach draußen gegangen. Der Harald hat uns vorher erklärt, dass das Laufen ein Teil der Therapie ist. Wir schauen uns jetzt mal den Ablauf an. Erst wird die Tatjana Lackmann eine Thematik machen, dass man leichter laufen kann. Ganz spannend. Und dann wird der Harald die Teilnehmer einweisen und dann beobachten wir mal, was da passiert und sprechen mit den Leuten nach dem Laufen, wie sie sich jetzt fühlen. Okay, wir stellen uns jetzt hüftbreit hin und richten unseren Körper aus wie gestern. Beckenbewegung und stellen das Steißbein nach hinten ab. Gerade, lotrecht. Dann nehmen wir den Mittelfinger der linken Hand, beide Finger und strecken uns. Dann wollen wir den Kopf gerade und Kinn zurück. Jetzt leicht in die Kniestellung gehen und so wollen wir dann weglaufen. Okay? Leicht und leer machen. Okay. Jetzt stehen Sie bitte auf drei Reihe. Heute drei Reihe. Machen Sie bitte drei Reihe. So. Anja, wir sind hinten. Wir sind hinten, hinten sein. Und jetzt schauen Sie bitte an den Punkt. Konzentrieren Sie sich bitte an den Punkt. Zählen Sie bis sieben. Mit sieben machen Sie Augen zu. Entspannen Sie sich bitte. Entspannen Sie Ihre Beine von unten nach oben. Die Arme von unten nach oben, den Bauch, den Rücken, den ganzen Körper, nochmal von unten nach oben. Jetzt machen Sie Gefühl leicht und leer in den Beinen. Und jetzt wiederholen Sie bitte leise im Kopf. Ich werde jetzt laufen. Wenn mehr und mehr ich werde laufen, es wird für mich besser und besser. Ich werde gesünder und gesünder, mehr und mehr Energie und Kraft haben, schneller und schneller laufen, mit dem Gefühl in den Beinen, im Rücken, im Brustkorb, leicht und leer. Jetzt machen Sie dieses Gefühl leicht und leer in den Beinen, im Brustkorb. Halten Sie dieses Gefühl. Und langsam, um nicht dieses Gefühl zu verlieren, beginnen Sie laufen. Ein bisschen verspannt. Und den Falten nicht vergessen. Genau, lass richtig raus. Die Fersen richtig nach oben, dann ist es wie ein Rad. Darf ich mal loslaufen zum? Genau.
Jetzt haben wir das Laufen gesehen, wir haben gehört, wie die Teilnehmer vom Harald und der Tatjana instruiert wurden. Jetzt ist der Lauf vorbei. Jetzt, wie gesagt, für mich unbegreiflich, wie man mit so einer Belastung überhaupt laufen kann. Jetzt habe ich dich ja gesehen, du bist mit der Tatjana die ganze Runde gelaufen. War das nach deiner Schwangerschaft schon mal möglich, so überhaupt zu laufen? Nee, überhaupt nicht. Also ohne Sauerstoff sowieso, also ohne zusätzlichen Sauerstoff gar nicht und in der Länge auch nicht. Und jetzt hast du das zum zweiten, dritten Mal gemacht? Zum zweiten Mal. Wenn du dich jetzt beschreiben darfst, wie fühlst du dich jetzt nach dem Laufen? Normalerweise, wenn man sich nur an einer Krankheit noch körperlich belastet, ist man noch mehr kaputt. Wie fühlst du dich jetzt? Also wirklich wie so ein junger Engel. Also ganz, ganz leicht, wirklich. Also ohne Atemnot, ganz erfrischt. Wir sehen, es hat eine Wirkung und es gibt Ergebnisse, die wir nicht erklären können, aber die Erklärung ist auch nicht wichtig. Und wichtig ist, dass das Ergebnis positiv ist und dass es der Maria immer besser geht. Dankeschön, Maria, und alles, alles Gute. Held des Tages Emil, 2,2 Kilometer gelaufen und ist der erste Mensch, der Muskelkater in den Armen kriegt vom Laufen, nicht in den Füßen. So, liebe Zuschauer, wir wissen, neben mir steht der Emil, links von mir steht der Harald. Der Emil, haben wir vorher im Gespräch schon erfahren, hat Parkinson, natürlich eine Sache, wo Laufen und Rennen eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist. Jetzt, Harald, ist er wie weit gelaufen? Circa 2,2 Kilometer und hat Muskelkater in den Armen. Kommt natürlich von seiner Krankheit und die Beine sind optimal. Emil, wie war das für dich? War das eine große Anstrengung, diese 2,5 Kilometer zu laufen? Oder wie war es für dich? Und wie fühlst du dich jetzt? Überraschenderweise fühle ich mich sehr gut. Jetzt hätte ich letzte Woche nicht geglaubt, wo wir die Einladung bekommen haben zum Lauftreff. Habe ich zuerst überlegt, hätte es überhaupt Wert für mich. Habe mich dann aber gleich entschieden, dass wir gehen. Und es war die richtige Entscheidung. Und es scheint so zu sein, als dass sich das richtig aufbaut, das Laufen. Ja, das ist wirklich, tut wirklich sehr gut. Und ich werde es auch daheim weitermachen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Selbst bei so einer schweren Krankheit, wenn man es richtig macht, unter der richtigen Anleitung, das, was die Tatjana Lackmann macht, leicht und leer, eine Voraussetzung, die Anweisung vom Harald, wie man richtig läuft, wie man sich bewegt und das wirklich umzusetzen, dass der Körper wieder dahin kommt, wo er gut funktioniert. Und mir gefällt es und ich hoffe, sollten Sie ein Problem haben, wenden Sie sich an das Institut Lackmann und dann werden Sie sehen, dass es andere Möglichkeiten gibt, wieder in die Gesundheit zu kommen. So, bei mir steht der... Stefan. Stefan, was hat dich bewogen, die Tatjana aufzusuchen? Ja, ich habe schon seit 26 Jahren Probleme mit der Polyarthritis und schwere Arthrose. Ich wäre eigentlich schon so weit, dass ich künstliche Gelenke brauche, aber mit diesen Gedanken kann ich mich nicht abfinden. Und dann bin ich auf die Tatjana Lackmann gestoßen. Mhm. Seit ich jetzt da in der Behandlung war, sind meine Gelenke wieder stabiler. Es ist besser als vorher. Der Schmerz? Der Schmerz wird auch besser. Also das heißt, du merkst eine deutliche Verbesserung durch die Behandlung. Wie hat sich das Lauftraining ausgewirkt? Tut es dich mehr belasten oder eher entlasten? Es ist schon alles locker. Wenn ich das langsam mache und mich immer wieder regeneriere, kommt man in die Bewegung wieder rein, was vorher nicht möglich war. Hast du auch das Dau-Yoga gemacht? Mache ich jeden Tag. Wow. Und wie fühlst du dich danach? Locker und leicht. Also alle die Dinge, die du gelernt hast und kennengelernt hast in den Behandlungen von der Tatjana, haben ein deutliches Ergebnis gebracht. Wirst du danach das auch weitermachen nach deinen Behandlungen? Mit Sicherheit. Würdest du es auch weiterempfehlen? Ja. Liebe Zuschauer, bleibt mir nichts mehr dazu zu sagen, auch bei so einer Krankheit wie Polyarthritis gibt es Wirkungen und gibt es Verbesserungen und das ist das, was wir wollen.
So, jetzt haben wir hier die zweite Teilnehmerin, die Barbara, die kennen wir noch nicht. Frage ich dich mal, Barbara, was hat dich überhaupt zur Tatjana gebracht? Wo war das Problem? Ich habe eine Quetschung in der Wirbelsäule, in der, im Spinalkanal und habe ein taubes Bein und einen tauben Arm. Haben oder hattest du? Hatte. Wie viele Behandlungen hat es gebraucht bei der Tatjana, bis sich das gebessert und erledigt hat? Momentan habe ich 6 Behandlungen und ja, bis 10 mache ich jetzt hier die Woche noch fertig und dann ist gut. Wie ist das Laufen? Wie ist das Laufen bei dir, als das dazu kam? Ist das was, wo du sagst, ich fühle mich da ganz anders danach und das unterstützt das Ganze nochmal? Wie erlebst du das? Ja, das unterstützt schon, weil man mit diesem Leicht und Leer auch in diesen Modus kommt, dass man eben nicht an irgendwelche Behinderungen oder Einschränkungen denkt, sondern man läuft so, wie man eigentlich mit einem gesunden Körper läuft. Mhm. Und dieses Laufen, machst du das danach weiter? Ja, klar. Sie haben es gehört, auch wenn wir keine großen Fans sind vom Laufen und alle fahren und uns nur noch elektrisch oder mit Motoren bewegen, das Laufen scheint doch, wenn man es richtig macht, uns zu unterstützen. Und der Harald sagte vorher, Laufen ist die Massage unserer Organe im Körper. Also sollten wir uns weiter damit beschäftigen. Und nun zurück in die Praxis. So, jetzt sind wir wieder hier in der Praxis bei der Tatjana Lackmann im Institut. Ich muss sagen, es war ein spannender Tag für mich, ein spannender Tag wieder zu sehen, dass das, was wir zum ersten Mal vor 3 Jahren unseren Zuschauern vorgestellt haben, nachhaltig ist, weitergeht, unglaubliche Ergebnisse hervorbringt und für Sie vielleicht ein Weg sein kann, wie Sie Lebensqualität, Lebensfreude und Gesundheit wieder zurückerlangen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall bestes Gelingen dabei, freue mich, dass Sie heute wieder dabei waren. Einen schönen Abend noch und eine tolle Nacht. Thank you.